Also mein Name ist Desni Zapero, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Rough Cycles GmbH und bin ein absoluter Fahrradfreak. Deswegen habe ich 2012 auch die Firma Rough Cycles gegründet. Mittlerweile sind wir eine sehr angesagte Fahrradmarke, die ausgefallene Fahrräder macht, Elektrofahrräder. Die werden bei uns im Werk in Bosnien geschweißt, lackiert, gefräst, gedreht. Dann wird es hierher geschickt. Unsere Leute hier, die Regensburger Jungs, montieren jedes einzelne Bike. Wir kontrollieren jedes einzelne Bike. Unser Team hier verpackt es, verkauft es in die gesamte Welt. Ich war nie ein Fan von Elektrofahrrädern, früher. Und ich glaube, so ging es uns allen, weil jeder hat ein bisschen so Vorurteile und Elektromobilität, nee, ich bin ein Sportler, ich kann das selber, ich brauche dann Ladestation, das war alles so ein bisschen fern. Und ich habe tatsächlich gegen einen sehr guten Freund von mir eine Wette verloren und er hat mir die Motoren gegeben und ich habe sie eingebaut, weil ich die Wette verloren habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal drauf saß, wusste ich, wo Rough Cycles hingeht. Und nicht nur, wo Rough Cycles hingeht, sondern wo sich unsere Innenstädte und unsere E-Mobilität oder unsere Mobilität an sich hin entwickelt, nämlich zur Micromobility, nämlich zu Fahrrädern. Das ist ein Großteil der Lösung unserer Probleme in den Städten. Es hat einfach Klick gemacht und seitdem bin ich ein Fan und seitdem will ich nur Elektrofahrräder bauen und will ein Teil der Lösung sein. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.